Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Herzlich willkommen. Willkommen, liebe Schwestern und Brüder, zum Eröffnungsgottesdienst der konstituierenden Sitzung der dritten Landessynode. Gott hat das erste Wort. Wir hören zum Beginn unserer Unterredung und Beratung auf ihn. Er spricht uns an. Liebe Synodale, wir kommen von Ostern her. Mit Ostern beginnt ein neuer Weg, den wir jeden Tag in unserem Alltag ein Stück weitergehen. In der Hoffnung und im Vertrauen, dass wir ihn nicht allein gehen. Manchmal sind wir blind vor Trauer und Enttäuschung, sehen keinen Ausweg mehr und fühlen uns von Gott und der Welt allein gelassen. Ostern ist die Zusage. Gott geht unsere Wege mit, auch wenn wir es manchmal nicht sehen. Er will uns begleiten und uns tragen. Uns werden Auferstehungserfahrungen mitten im Leben geschenkt. In der Dunkelheit leuchtet das Licht. Seht auf das Osterlicht. Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Wir beten mit Worten aus Psalm 116. Halleluja! Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Halleluja! Ich liebe den Herrn. Denn er hört die Stimme meines Flehens. Er neigte sein Ohr zu mir. Darum will ich mein Leben lang ihn anrufen. Stricke des Todes hatten mich umfangen. Des Totenreichs Schrecken hatten mich getroffen. Ich kam im Jammer und Not. Aber ich rief an den Herrn, den Namen des Herrn. Ach, Herr, errette mich. Der Herr ist gnädig und gerecht. Und unser Gott ist barmherzig. Der Herr behüte die Unmündigen. Wenn ich schwach bin, so hilft er mir. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen. Halleluja! Selig sind, die nicht sehen, und doch glauben. Halleluja! Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ostern. Aufleben. Lieben, hinfallen, liegen bleiben, aufstehen, weitergehen. Kyrie, Kyrie eleison. Der Auferstandene sagt zu dir, ich helfe dir auf. Alles wird gut, das Leben siegt, ich gehe mit dir. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Halleluja, Halleluja. Wir beten. Lebendiger Gott, wir sahen deinen Sohn Jesus Christus nicht mit eigenen Augen. Wir berührten ihn nicht mit unseren Händen. Dennoch glauben wir an ihn. Wir danken dir, dass du uns mit Ostern den Glauben geschenkt hast. Durch ihn sind wir wie neu geboren. Lass uns in diesem Glauben wachsen und gib uns deinen Geist, damit wir uns vom Glauben leiten lassen.
dass er Auswirkungen auf unser Leben hat, dass man dein Wort bei uns finde. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Sohn, der uns mit dir und dem Heiligen Geist den Weg zum Leben weist. Amen. Die Osterkerze geht jetzt weiter an die nächste Station unseres Gottesdienstes. Wir hören das Evangelium aus dem Evangelisten Lukas im 10. Kapitel. Der Lehrtext unserer heutigen Losung ist aus diesen Versen entnommen. Die 72 aber kamen zurück voll Freude und sprachen: Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Er sprach aber zu ihnen: Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Zu der Stunde freute sich Jesus im Heiligen Geist und rief: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand weiß, wer der Sohn ist, als nur der Vater, noch wer der Sohn ist, als nur der Sohn, und wem es der Sohn offenbaren will. Und er wandte sich zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen allen: Selig sind die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen, und hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Im Evangelium haben wir schon von dem Wort gehört, das heute im Lehrtext unserer Losung steht. Freut euch aber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Liebe Schwestern und Brüder, Jesus hatte sie ausgesandt. 72 von denen, die ihm nachfolgten, und dann kamen sie zurück. Sie haben nicht nur das Evangelium von der Königsherrschaft Gottes verkündigt, sie haben nicht nur Kranke geheilt, sie haben sogar gemerkt, dass finstere Mächte, dass Dämonen weichen mussten. Und Jesus antwortet ihnen: Doch darüber freut euch nicht, dass euch die bösen Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Meine 15-jährige Tochter, schon vor vielen Jahren, sie hatte sich einen Satz aus einer meiner Predigten aufgeschrieben und hat ihn zu einer schönen Karte gemacht und mir zum Geburtstag geschenkt. Die Grundstimmung eines Christen ist Freude. Es war eine vorsichtige, angenehme, aber deutliche Kritik. Kati, warum bist du manchmal so anders? Warum fehlt dir die Freude? Ja, sie fehlt. Sie fehlt, wenn ich im Streit liege, wenn Konflikte mich plagen, wenn es Sorgen gibt, Nöte, Ängste, wenn ich die eigene Unzulänglichkeit spüre oder auch, wenn die Not der Welt mir allzu sehr zu schaffen macht
oder die Not anderer, freilich, alles verständlich. Jesus sagt zu seinen Jüngern, freut euch nicht darüber, dass euch die bösen Mächte untertan sind. Wenn wir unsere Freude daran knüpfen, was Erfolg wäre und Segen, dann wird es mit der Freude wohl oft ganz jämmerlich bestellt sein. Wenn wir unsere Freude abhängig machten von dem, wie es uns geht, von Erfolgen oder Misserfolgen. Jesus sagt, schaut doch nicht so sehr darauf, schaut auf die Wirklichkeit, die Gott schenkt. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Schaut auf Ostern, schaut auf das Werk Gottes, so wie es unserem Wochenspruch heißt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wir haben allen Grund, uns zu freuen, weil Gott uns neues Leben geschenkt hat. Sünd ist vergeben, Halleluja. Jesus bringt Leben, Halleluja. Das singen wir ja so gerne. Und mit diesem Lied wird auch deutlich, ja, es stimmt wohl. Richtig ist es. Die Grundstimmung eines Christen ist Freude. Überall in der Bibel wird das deutlich. Wer auf Gott vertraut, der kann sich freuen. Wer Gottes Kind ist, der kann sich freuen. Wer Jesus Christus zum Heiland hat, der kann sich freuen. Martin Luther in seiner Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen sagt, dass der Glaube wie ein Brautring ist, mit Christus vermählt. Und er treibt es tatsächlich ganz auf die Spitze und sagt, alles, was Christus hat, das schenkt er dir. Das ist alles dein. Und das, was du hast, das kannst du ihm geben. Das ist sein, deine Last, deine Sorge, deine Not. Er schenkt Glück und Seligkeit. Freut euch darüber. Als Landessynode, liebe Schwestern und Brüder, möge es uns gelingen, die Schätze des Glaubens an Jesus Christus zu heben. Es möge die Freude der Gotteskindschaft uns in unseren Diskussionen und Entscheidungen begleiten. Diese Freude, die sich mit Großmut und Zuversicht paart, die uns Kirche des gerechten Friedens sein lässt, diese Freude, die solidarisch ist und in der alle Angst vertrieben wird. In solchem Shalom müssen auch die bösen Mächte weichen. Freut euch, sagt Jesus, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind, dass ihr Kinder Gottes seid, mit Christus verbunden. Und Paul Gerhardt, eben in dieser Verbindung mit Christus, er trägt zum Saal der Ehren, ich folge ihm immer nach und darf mich gar nicht kehren an einzig Ungemach. Ja, auf mein Herz mit Freuden. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unser Herz und Sinne, in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes. Am dritten Tage auferstanden von den Toten. Aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Und dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich
glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche. Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden. Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. 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 Lasst uns beten. Barmherziger Gott, als Synodale stehen wir heute am Beginn einer Reise. Jede und jeder von uns bringt mit, was auf dem Weg gebraucht wird. Gaben, Talente, Erfahrungen, Pläne, Vorschläge und viele Ideen. Wir sind gespannt, uns kennenzulernen und bitten dich, überwinde diese Seuche, dass wir uns treffen und ohne Angst, uns anzustecken, widersprechen und singen können. Für die Reise in den kommenden 6 Jahren brauchen wir mehr als das Gepäck, was wir selber tragen. Wir brauchen dich, gütiger Gott, deinen Heiligen Geist, der uns Mut macht, dein Wort, das uns Orientierung gibt und uns immer wieder neu in Bewegung setzt, wenn wir müde sind. Wir rufen zu dir. Barmherziger Gott, wir sehen in unserer Synode vor allem auf unsere eigene Kirche. Wir wollen uns den Fragen unserer Gemeinden stellen und verstehen und hören, was unsere Mitmenschen heute umtreibt, damit wir einladen zur Gemeinschaft und frohe Botschafter Christi werden können. Wir werden in dieser Synode wichtige Entscheidungen für unsere Landeskirche treffen. Schenke uns dafür Besonnenheit, Mut und Klarheit. Herr Jesus Christus, wir sind Teil der weltweiten Glaubensgemeinschaft, die in der Vergangenheit wurzelt und in die Zukunft hineinträgt. Hilf uns, als deine Söhne und Töchter, unserer Verantwortung gerecht zu werden und Wege zu suchen, damit auch zukünftige Generationen noch mitbauen können an deinem Reich. Wir rufen zu dir. Barmherziger Gott, diese Seuche ist eine Prüfung für alle Menschen und für unsere Kirche. Hilf uns, deinen Kindern beieinander zu bleiben und miteinander in Liebe darum zu ringen, wenn wir entscheiden. Barmherzigkeit und Vergebung präge unseren Umgang miteinander, damit wir glaubwürdig die frohe Botschaft von deinem Sieg des Lebens über den Tod weitergeben. Allen, die jetzt unter Krankheit, unter Angst oder Einsamkeit leiden, schenke die Gewissheit deiner Nähe mitten im Leid und stelle ihnen Menschen zur Seite, die aus dieser Gewissheit leben und für sie beten. Wir rufen zu dir. Barmherziger Gott, lass uns als Synode nicht Hüter der toten Asche sein, sondern Bewahrer des lebendigen Feuers. Lass dein Feuer in uns brennen, den Glauben, die Liebe und die Hoffnung. Schenke uns offene Augen und Ohren, dass der glimmende Docht wieder zu einer hellen und warmen Flamme wird. Hilf uns trotz der Distanz der Bildschirme, das Gespräch zu suchen und miteinander um den guten Weg zu ringen. Öffne unsere Augen, Ohren und Herzen, um mitten in dieser Seuche Gutes und Unerwartetes wahrzunehmen und in den kritischen Fragen das Wehen deines Geistes zu erkennen.
und darüber nachzudenken. Gib uns Mut, neue Wege zu gehen. Und geh du mit uns, denn der Weg ist weit. Wir rufen zu dir. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. In der Stille bringen wir all das vor dich, was unsere Herzen bewegt. Herr, höre, Herr, erhöre uns. Wir rufen zu dir. Lasst uns beten, wie Christus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jetzt bitten wir dich, Herr, um deinen Segen. Für alle, die das erste Mal dabei sind, für die, die wieder gewählt wurden, für die Ehrenamtlichen deiner Kirche und für die Hauptamtlichen erbitten wir deinen Segen. Für das neue Präsidium, für die BewerberInnen und die Wahl. Für die Ausschüsse und alle Entscheidungen brauchen wir deinen Segen. Wenn wir jetzt Stunden und Tage am Bildschirm sitzen, davor sitzen und spüren, jetzt muss ich was sagen. Und wenn ich mich dann melde und sage, was zu sagen ist, für diesen Moment gib deinen Segen. Segne unser Kennenlernen, unsere Gemeinschaft. Für diese Synode erbitten wir deinen Segen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Amen.